Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution mit einer süßen kleinen Ziege, die ja gerade im Bild rumhoppelt. Ach toll, ich liebe die Ziegen von Jurassic World Evolution. Aber Leute, ich möchte euch heute eine Mod zeigen, nämlich eine neue Dinosaurier-Mod, einen neuen Sauropoden für das Spiel. Habe ich vorher noch nie gehört. Der heißt nämlich Omai oder Omei Saurus. Sieht sehr cool aus auf den Bildern. Ich habe mir den Ingame noch nicht angeguckt. Er kommt für den Mamenchisaurus in das Spiel. Das heißt, er wird vermutlich sehr groß sein, weil ich glaube, der Mamenchisaurus ist der größte Dinosaurier aus Jurassic World Evolution, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir schauen uns den jetzt mal schön gemeinsam an. Wenn ihr übrigens Infos über den Omaisaurus habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich lerne gern neue Sachen dazu über neue Dinosaurier. Noch sieht man nicht viel. Sieht aber sehr majestätisch aus. Mit dem Licht da im Hintergrund. Der lange Hals. Und ein wunderschöner Schrei. Aber ich finde ich bei Sauropoden allgemein immer. Das sieht immer so cool aus. Liebe Sauropoden. Der hat eine richtig coole Maserung hier im Hals. Irgendwie wirkt der voll groß. Er kommt mir auch größer vor als der Mamenchisaurus, obwohl er wahrscheinlich genauso groß ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass der Körper so klein ist und der Hals hier unten so ein bisschen dicker als der vom Mamenchisaurus. Der ist, glaube ich, ein bisschen schmaler, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat ganz komische Stelzenbeine und die Hinterbeine sehen auch ganz anders aus. Okay, irgendwie finde ich den super interessant gerade, muss ich sagen. Den schauen wir uns jetzt mal eben genauer an, Leute. Pausieren mal kurz. So, das ist der Kopf. Ja, die Details sind auch wieder gut, ne? Ich bin jetzt mega nah rangezoomt. Man sieht jede einzelne Schuppe. Ist übrigens wieder von Jacked Fang Designs. Wo heißt, glaube ich, der Modder. Oder die Modder, das ist, glaube ich, eine Gruppe. Die haben ja schon sehr viele Dinos gemacht, die wir auch verwendet haben in unserem Fully Modded Park. Und auch dieser ist von denen. Und auch wieder eine super Qualität. Der sieht echt nice aus. Also, die Qualität ist echt super. Das hier gefällt mir sehr, sehr gut. Hier dieser Kamm oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das immer nennt. Ich nenne es immer irgendwie. Auf jeden Fall das Gebilde hier über dem Auge. Hier unten sieht auch mega cool aus. Das Model ist allgemein ziemlich cool. Und auch so Falten. Das sieht schon echt cool aus. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das die Haut hier oben so ein bisschen wie ein Panzer wirkt. Weil die so übersteht. Wisst ihr, was ich meine? Also, hier ist halt so eine Hautfalte. Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn das so ein Panzer wäre, der da so rübersteht. Die sieht aber allgemein auch sehr dick aus, die Haut. Wird sie wahrscheinlich auch gewesen sein, damit der natürlich auch ein wenig widerstandsfähig ist. Aber ich finde die Körperform und die Halsform schon mal echt interessant. Und auch die Färbung richtig cool, muss ich sagen. Und die Beine sind auch echt interessant irgendwie, ne? Ja, ihr seht schon, ne? Die Vorderbeine sind wirklich ziemlich dünn. Ein bisschen stelzenartig. Eigentlich fast wie bei so einem Elefanten, würde ich sagen, ne? Bis auf diese Klaue, die hier noch abgeht. Frag mich ja, wofür diese Klaue gut ist. Wow, was für ein interessanter Dino. Oh, wie das aussieht. Beeindruckend. Und dann diese Hinterbeine, die sehen mega kräftig aus. Also richtig muskulöse, große Hinterbeine. Und auch hier sind Krallen dran an den Füßen. Die sind nicht mal zu klein, ne? Das sind wirklich riesige Klauen. Frag mich echt, wofür der das brauchte. Ist der vielleicht in so bergigeren Gebieten unterwegs gewesen und konnte sich damit ein bisschen besser Grip verschaffen auf dem Boden? Das könnte ich mir vorstellen. Der Schweif, der ist gar nicht so lang. Sieht aber auch cool aus. Coole Färbung. Der hat hier hinten nochmal so eine kleine Keule oder sowas. Hier ist ein bisschen pixelig, aber das macht ja nichts. Immer so ein kleinen, als wenn er so ein Ankylosaurus mal war und das irgendwie zurückgebildet hat. Hier sind immer coole Zacken und hier ist auch nochmal diese coole Hautfalte. Die zieht sich irgendwie den gesamten Körper entlang. Also diese Falte von hier oben bis hier unten bis zum Schweif. Finde ich ziemlich cool. Also echt cooles Model. Super interessant. Also mich würden echt ein paar Infos über diesen Saurier interessieren. Ich habe ja gerade schon genug Fragen gestellt, ne? Wofür sind die Klauen? Und
Ja, war seine Haut wie ein Panzer. Könnt ihr alles gerne reinschreiben. Aber es sieht wirklich gut aus. Die Bewegungen sehen super aus. Das Model sieht super aus. Echt richtig interessanter Saurier. Sieht ihn ganz friedlich und genüsslich beim Fressen. Also das hier unten finde ich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie cool. Sieht fast so aus, als hätte er so Beine und hier so Arme, mit denen er sich aufstützt. Sieht nicht so aus, als hätte er vier Beine, so ein bisschen, oder? Also man könnte sich auch vorstellen, dass er sich jetzt so aufrichtet und dann die Arme in die Luft wedelt. Geht natürlich in echt nicht. Aber so von der Form her wird das echt funktionieren, glaube ich. So, wir lassen mal noch einen weiteren frei. Ich habe nämlich noch zwei weitere Skins vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob die anders aussehen. Hier haben wir einmal Regenwald. Ich bin mal gespannt. Sieht der schon anders aus? Ich kann es gerade nicht einordnen. Also wenn, dann nur minimal. Achtet mal hier auf das Hinterbein. Sieht echt irgendwie so komisch aus. Das sieht so krass muskulös aus. Ist man gar nicht gewohnt von Sauropoden. Normalerweise haben die halt vier gleiche Beine. Hier ist es halt komplett anders, dass die Hinter- und Vorderbeine komplett unterschiedlich sind. Der ist aber ein bisschen anders, ne? Der ist ein bisschen grauer, nicht so braun. Finde ich cool. Ich werde jetzt auch nicht alle Skins freilassen, keine Sorge. Wir lassen noch einen weiteren frei, nämlich Sumpf. Und wenn euch interessiert, wie die anderen aussehen, dann könnt ihr das gerne selber ausprobieren. Und der ist so ein bisschen grünlicher, grünlich-gelb, Sumpffarben halt. Eine Sache muss man aber noch sagen. In echt war der Omaisaurus etwas kleiner. Der wurde nämlich für Jurassic World Evolution ein bisschen angepasst. Aber das haben die Modder auch sehr schön in einem Bild dargestellt. Das blende ich jetzt mal für euch ein. Dann seht ihr den größeren. Das ist die Jurassic World Evolution Version. Die ist 16,55 Meter hoch und 25,71 Meter lang. Das seht ihr ja auch an den Zahlen. Und darunter, das ist das Original. Also so groß war er in echt. Nämlich 10,82 Meter hoch und 14,87 Meter lang. Also er war ein ganzes Stück kleiner in echt. Allerdings ging das nicht, weil es keinen Sauropoden vom Verhältnis und der Körperform her gab, denke ich mal, im Spiel, für den man den hätte reinbringen können. Und dann haben sich wahrscheinlich die Modder gedacht, machen wir ihn für den Mamenchi rein und einfach ein bisschen größer. Finde ich auch in Ordnung, die Entscheidung. Es ist immer noch Jurassic World oder Jurassic Park. Dort sind ja die Gene sowieso ein bisschen verändert und modifiziert mit Froschgen und was weiß ich, was da nicht alles drin steckt. Also ich finde es cool. Ich finde es auch cool, dass es einfach dokumentiert wurde, aber von Jack Fang Designs sind wir eigentlich nichts anderes gewohnt. Die machen immer super Mods. Das Einzige, was mir da immer so ein bisschen fehlt noch, ist die Namensanpassung und das Bild. Das wäre noch cool, wenn das wirklich angepasst werden würde. Aber ansonsten finde ich die Mod wirklich super gelungen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Mod von dem Omaisaurus findet. Aber ansonsten, Leute, würde ich sagen, das war ein kurzes Vorstellungsvideo von dem Omaisaurus von einer neuen Jurassic World Evolution Mod. Falls euch dieses gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Falls ihr die Mod mal selber ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung ist dazu alles verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.